Dass sie so zu der zurückkehren, zu der Tante. Also ich kann da jederzeit rausgehen wieder, okay. Das ist eine gute Nachricht. Vielleicht bin ich noch ein paar Stallbahnen. Im Untergrund. Downtown. Gegessene Leichen null. Hey Kollege. Irgendwann wird alles vorbei sein. Die wohnen aber auch in so ein Loch, Alter, ohne Witz. Der jagt den einfach. Hast du den getötet oder was? Was ist mit dir los, Alter? Bist du behindert? Gott, Alter. Hi, Ottgotte. Gott, wo muss ich hin? Ich muss dahin. Muss ich zu dir? Millie, wer bist du? Haben Sie vielleicht Wild Bill gesehen? Ja, habe ich. Wer ist dieser Wild Bill? Ich habe ihn im Werkhof gefunden. Das ist ja wunderbar. Wo ist er jetzt? Ist er mit Ihnen zurückgekommen? Nee. Bill sagte, es geht ihm gut. Er kann nur noch nicht zurückkehren. Bill schreie. Werke erschüttern. Da wusste ich, dass es zu spät kam. Bill ist tot. Ich habe in den Werkstoff seine Leiche gefunden. Es tut mir leid. Lüge ich die andere Kriege Pin? Nein, komm, der ist tot. Er ist tot? Aber er hat uns doch versprochen, dass er zurückkommen würde. Ich muss den anderen Bescheid sagen. Danke für Ihre Hilfe. Hier, nehmen Sie diese Stimpacks. Sie sind alles, was ich habe. Danke schön. Alter, was mit der passiert, bitte? Der Wild Bill ist Game Over. Daheim ist es doch immer am allerschmutzigsten. Das stimmt, bei dir das Haus ist echt schmutzig hier. Ich will das mal anräumen hier doch mal auf. Mann, die ganze Wand fehlt. Hey Tante. Sie kommen gerade richtig. Asher befahl allen, auf den Platz zu kommen. Es wird gemunkelt, dass er die Arena aufmachen wird. Das wäre für uns ideal. Was ist mit der Arena? Okay, jetzt erklären Sie mir diesen Plan erstmal genau. Eine Arena, sehr interessant. Das gehört also zu Ihrem Plan? Es ist ganz einfach. Ab und zu öffnet Asher die Arena, das sogenannte Loch. Dann können die Sklaven gegen die Gladiatoren kämpfen, wenn sie wollen. Wenn sie gewinnen, lässt man sie frei. Und sie bekommen eine Audienz bei Asher. Es ist die einzige Chance für einen Sklaven, mit ihm zu sprechen. Sie kämpfen und gewinnen. Und wenn sie mit Asher sprechen, holen sie sich das Heilmittel. Und er wird es mir einfach so geben? Nein, nicht ganz. Werner hat ein Ablenkungsmanöver vor. Wissen Sie, wir haben diese Waffen ja nicht umsonst gemacht. Sobald Sie Asher gegenüberstehen, sollte das Heilmittel greifbar sein. Schnappen Sie es sich und bringen Sie es mir. Jetzt lassen Sie uns aber verschwinden und Ashers Ansprache anhören. Falls die Wachen uns hier erwischen, werden sie uns die Hölle heiß machen. Okay, dann gehen wir mal. Hallo? Ich überbringe gute Neuigkeiten. Wir erleben den Anbruch eines neuen goldenen Zeitalters. Wo andere lediglich überleben, da gedeihen wir. Und obwohl ich eure Bemühungen geleitet habe, war es eure eigene Stärke, durch die ihr den Neid der ganzen Welt auf euch gezogen habt. Doch vor allem beneidet man uns um unsere Siege im Kampf um die Freiheit. Denn es ist letzten Endes diese Freiheit, die unser aller Ziel ist. Und daher frage ich zur Feier dieses Kampfes meine treuen Arbeiter. Wer unter euch ist bereit, für die Freiheit zu kämpfen? Hier, wir haben einen. Dieser Mann hier wird im Loch kämpfen. Ja. Und Sie schon, Asher?
Werden Sie tatsächlich jemanden ins Loch schicken, der wirklich Sie eine stehen Chance für hat? Den Traum, dass die Arbeiter ihre Freiheit erlangen und wir eines Tages alle Gefahren dieser Welt alle anderen können. Fedra können ist die gehen. Ansprechpartnerin. Sie legt die Kämpfe fest. Okay. Naja, wohin muss ich? Muss das Stallwerk? Alles klar. Wo wärst du? Was ist mit dir passiert? Dann gehen wir mal ins Stahlwerk. Gott, ist das der richtige Weg? Ich hoffe mal. Nein! Verdammt! So kann ich den nicht einfach von hier erschießen. Das ist der Asher. Der Anführer hier. Moment, wo ist dein Gesicht? Den mache ich platt gleich, Leute. Zu dir komme ich gleich. Ja, ja, lass mich durch. Ich habe einen Kampf zu bestreiten hier. Alter, ich sehe ja voll hässlich aus. Wo bist du? Bist du das die? Nö, du bist ein Sklave. Hey, die mögen mich alle, weil ich ins Loch gehe. Jetzt habe ich auf einmal so viele Freunde. Kann ich da rein? Geil. Die Arena. Du bist also dieser bescheuerte Hiwi, der sich dafür gemeldet hat, im Loch zu kämpfen. Habe ich recht? Na, dann geh doch mal runter. Phaedra wartet schon auf dich. Hahaha, dich werde ich auch noch töten. Achso, du rennst weg, bevor ich dich erwisch. Kann ich mir ein Bierchen gönnen von dir? Was tust du hier unten, Sklave? Erzähl mir jetzt bloß nicht, dass du nach unten willst, ja? Wo kann ich mich anmelden? Sag mir einfach, wenn du kämpfen willst. Ich organisiere alles. Du stirbst, dann kommt der nächste Idiot reinspaziert und das Spiel wiederholt sich. Gefällt dir das? Willst du mitmachen? Na zu, ich bin mir sicher, der Tod ist besser als dein Leben hier drin. Okay. Was sind denn die Arena-Regeln? Es ist ganz einfach. Wenn die Tore aufgehen, kämpfen sie. Wer am Schluss übrig ist, hat gewonnen. Wenn die Tore aufgehen, werden auch gleich die Fässer reingeworfen. Du musst deinen Gegner töten, bevor du an der Strahlung stirbst. Du solltest dich nicht zu lange in der Nähe der Fässer aufhalten. Bekomme ich eine Waffe? Du hast nur das, was du mit reinnimmst. Ah, okay. Falls das nicht reicht, liegen in diesem Spind da drüben ein paar Sachen für dich bereit. Cool. Ich möchte in der Arena kämpfen. Ach ja? Bist du wirklich bereit zu sterben? Ach ja. Tragen Sie mir für einen Kampf ein, ja, ja. Gut, ich habe auch sofort was für dich parat. Du kannst dir aber auch noch Zeit lassen, um dein Testament zu schreiben und so. Es liegt ganz bei dir. Na dann mal los. Falls du soweit bist, dann komm einfach herein. Warte, ich muss noch den Sprit ausrauben. Aha, Munition, Bleirohr, kannst du behalten, den Scheiß. Das nehme ich auch noch mit. Kann eigentlich schaden, wenn es umsonst ist. Okay, was nehme ich für eine Waffe? Habe ich genug Schuss, passt. Das Loch. Die werden kämpfen, sie werden sterben. Und alles nur für euch, zu eurer Unterhaltung. Das sind ja drei Stück, das ist ja ungefähr. Alles meine Gegner oder was? Hab ich schon gewonnen? Gott, weg da! Und es steht nur noch einer! Jawohl, einer! Liebe Freunde! Was für ein fantastischer Kampf! Wie weit wird dieser Sklave gehen? Gott, kann ich mich auch irgendwie heilen? Sehr beeindruckend, Sklave.
waren ein paar der härtesten Hiwis, die es hier gibt. Du hast Kampfgeist. Aber ich würde mir nicht zu viel Hoffnung machen. Escher hat sich für deinen nächsten Kampf sicher was ganz Besonderes ausgedacht. Hier ist was gegen die Red-Belastung. Genieße es, solange du das noch kannst. Komm wieder, wenn du zu deinem nächsten Kampf bereit bist. Okay. Also, hat die mich jetzt gedopt, oder was? Ah, passt. Du schon wieder? Ja. Du willst wohl Nachschlag, was? So ist es. Ich bin bereit zum Kampf. Ich würde mich an deiner Stelle diesmal lieber nicht auf mein Glück verlassen. Ich hoffe für dich, dass du wirklich bereit bist. Ja, na dann mal los. Ausgezeichnet. Das höre ich gern. Nur zu. Was für Glück, ich habe eine krasse Waffe. Besser als du wahrscheinlich. Wollen wir mal sehen, ob sich der Neuling gegen diese eingefleischten Kämpfer behaupten kann. Lass ihn frei. Auf in den Kampf. Der von Fist. Ding, was ist mit dir los? Hat einen Flammenwerfer in der Hand. Moment. Gott. Todeskrallenhandschuh. Ja, ja. Raus da. Nicht übel, Kuli. Wirklich nicht übel. Die Bärbrüder waren hundsgemeine Mistkerle. Noch ein einziger Kampf und du wirst frei sein. Aber an deiner Stelle würde ich mir keine Hoffnungen machen, den nächsten Kampf zu überleben. Okay. Hier ist eine Spritze gegen die Red-Belastung. Komm wieder, wenn du zu deinem letzten Kampf bereit bist. Zeig mal, was krass da jetzt kommt. Du willst wohl Nachschlag, was? Ja, ja, ich bin bereit zu kämpfen. Dies wird dein letzter Kampf sein, Hiwi. Nur noch ein einziger Kampf und ich kann dich nicht mehr Hiwi nennen. Bereit? Na dann mal los. Ausgezeichnet, das höre ich gern. Nur zu. Unbesiegt im Loch sucht Gruber immer noch nach einem würdigen Gegner. Ich sollte nachladen, bevor ich anfange. Komm schon, bitte. Was bist du für einer? Aber ja, für dich war es nur ein Spiel. Mit der neue Champion. Und Gruber geht zu Boden. Der Champion ist gestürzt. Ein neuer Sklave erhebt sich aus dem Dreck. Heißt ihn herzlich willkommen. Ja, hast Fähigkeiten hinzugefügt. Durch die heftigen Kämpfe im Loch sind sie stärker geworden. Sowohl ihre Steinresistenz als auch ihre Schadensresistenz erhöht. Yeah! Weil ich so ein krasser Kämpfer bin. So Leute, ich bin der neue King hier. Für mich gibt's nichts Schöneres als die Kugels im Loch krepieren. Zieh mir jetzt bloß nicht den Schwanz ein. Na los! Was denn? Hab ich noch nicht gewonnen. Doch gewonnen. Was für Schwanz einziehen? Der ist doch tot. Hallo, hier liegt er. Du? Na, wenn das nicht der geborene Schrottsammler ist. Herzlichen Glückwunsch. Hervorragende Arbeit. Escher will ein Treffen. Die Wachen werden beiseite treten. Im Loch kämpfen? Oh, das kann ich kaum erwarten. Bin ich jetzt wieder gesund? Ja, passt. Weg da! Schnauze! Ah, Munition. 6000.
Ah, das ist doch meine Ausrüstung. Blöd. Wenn ich das jetzt alles nehme, dann ist vorbei hier. Ne, was haben die sich dabei gedacht? Schlüssel. Alles mitnehmen. Sklavenpferd, Schlüssel. Das habe ich alles mitgenommen. Aha. Und ich wiege jetzt 489. Schlecht. Weg damit. Arbeiteroutfit. Weg damit. Weg. Weg. Kann alles weg. Das hat alles keinen Wert. Eine Pistole weg. Der Schlechter. Nee, der Schläger ist das. Ich kann das nicht reparieren. Ich habe Kampfflinte doppelt. Menschenöffner. 68. Genau das gleiche. Wo ist der Menschenöffner? Hier. Metallsprengler. Reparieren. Durch Lasergewehr aus. Lasergewehr 24. 53. Auf jeden Fall besser. Ja, der ist so teuer. Plasmagewehr. Schlagring. Sturmgewehr. Haben wir noch ein bisschen viel Gewicht. Ich muss das alles wegkriegen. Was ist das? Archivpreiskupon. Buttermesser weg, Gabel weg, Hammer weg. Vielleicht noch eine Waffe weglegen. Kampfflinte. Ja, reicht aber noch nicht. Okay. ja, das kannst du alles behalten dann. Ich habe jetzt meine Ausrüstung wieder am Start. Okay, was machen wir? Eins. Sagen wir das, dann machen wir auf 3. Metallsprengler auf 2. Heckschützengewehr machen wir mal auf 7. Gaussgewehr auf 8. Dreistrahliges kommen wir auf 6. 5 Rache. Habe ich auf einmal sofort die Ausrüstung am Start. Jo Leute, was geht? Wo muss ich hin? Hi. Ich will lieber draußen auf dem Hof einsteigen. Das wärst du nicht, nee. Glaube ich dir nicht. Hey! Viel Glück mit dem Boss. Amber. Danke. Kann ich da reingehen? Uptown. Und mich aber hier noch umsehen.
Pit Raider. Ja, und ich könnte dir ein Loch zwischen die Augen schießen, wenn du magst. Willst du? Ich denke, das dürfte das Ticket aus Downtown herausgeben. Ja, was machst du hier? Was machen die Sklaven hier eigentlich? Ja, mal hier ein bisschen rum. Ich kann keine Kulas mehr tragen. Verdammt. Arena. Hast du nichts Besseres zu tun? Nee, ich bin mit deinem Chat klauen hier. Ach nein. Schönes, nicht schönes passt. Denke ich, dreh dir gleich in den Arsch, wenn du was sagst. Das denke ich, Freund. Könnte es schlimmer sein. Ja, wenn ich so aussehen würde wie du. Was gibt es hier Schönes? Was gibt es hier Schönes? Wie ich sehe, gibt's nichts. Wie ich sehe, gibt's nichts. Ein Klo. Nicht mal ein bisschen Privatsphäre, man kann nicht mal zumachen hier. Auf dem Weg zur Einstadt. Ja, ja voll. Sag das nochmal. So.